Hi, ich habe wieder eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mich letzte Woche mit einem ehemaligen Kollegen von mir getroffen, mit einem Vermögensberater, der vor 2 Jahren zu einer Bank gegangen ist, weil, wie er sagt, Tim, ich bin einfach mit dem Thema Selbstständigkeit nicht so zurechtgekommen. Morgens aufstehen, konsequent ins Büro gehen, Termine machen, selbstständig und so. Und mit dem habe ich mich auf jeden Fall letzte Woche getroffen, abends in Frankfurt, und haben uns unterhalten. Da frage ich, und wie läuft es so bei dir in der Bank? Sagt er, ich habe gekündigt zum 31.12. Ich, was? Warum? Sagt er, weißt du, in der Bank ist es so, ich habe für einen Termin 30 Minuten Zeit, manchmal auch eine Stunde. Wenn ich eine Stunde Zeit habe pro Termin, dann muss aber schon meine Abschlussquote extrem gut sein. Und wenn du mal die andere Seite kennengelernt hast, so wie ich früher, also sagt er, dass ich für eine Kundenberatung erstmal im ersten Schritt die Analyse aufgenommen, die Wünsche und Ziele vom Kunden, habe mich wirklich detailliert darüber unterhalten, was ist, sagt er, nur so daher, was ist ein wirkliches Ziel, was er erreichen will. Die Einnahmen-Ausgabenliste ordentlich zu machen und seine Geldflüsse zu kennen, dass ich weiß, wo gibt denn der sein Geld aus, wo gehen die Geldströme hin. Dann, dass ich in der Zwischenzeit, also wenn ich mit der Analyse fertig bin und die Beratung vorbereite, dass ich mir seine Produkte wirklich angucke, was hat er, was soll bleiben, was müssen wir vielleicht verändern, dann eine Beratung mache, sagte, dafür brauche ich 7 bis 8 Stunden, da habe ich 7 bis 8 Stunden gebraucht. Und wenn du mal die andere Seite kennengelernt hast und sagst früher 7 bis 8 Stunden für eine Beratung und heute eine halbe Stunde oder eine Stunde, sagt er, damit kann ich mich einfach nicht mehr identifizieren. Deswegen, ich gehe aus der Bank weg, ich mache was anderes, ich gehe völlig woanders hin. Fand ich sehr offene Worte von ihm. Bin aber nicht überrascht, weil ist doch auch klar, was ist wohl vielversprechender? Eine Beratung, die eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert? Oder eine Beratung, die eben 7 bis 8 Stunden dauert. Und ich brauche auch so lange, wenn ich einen Neukunden das erste Mal berate. Und jeder von euch kann sich ja selbst überlegen, wovon er sich mehr verspricht in Zukunft. Von einem Banker oder vom Vermögensberater? Auch hier wieder brauchen wir nicht drüber reden. Wenn der Banker nichts Gutes im Sinn hat und der Vermögensberater nichts Gutes im Sinn hat, kommt nichts Gutes bei raus. Aber wenn beide sich Mühe geben, glaube ich trotzdem, dass die Beratung, die der Vermögensberater macht, besser ist, weil er hat keinen Zahlendruck. Kein Abschlussdruck, sondern das bestimmt jeder Vermögensberater für sich alleine. Du entscheidest. Ciao.